Stellungskrieg. Die UNO kann sich auf keine gemeinsame Linie zum Libanon-Krieg einigen. Live im Studio ist dazu Außenministerin Ursula Plasnik. Unerlaubte Hilfe. Zehntausende ausländische Pflegekräfte arbeiten illegal in Österreich, weil es hier an Angeboten fehlt. Ein Lokalaugenschein. Startschuss, wie die Olympischen Spiele, die in genau 2 Jahren beginnen, schon heute Peking verändern. Die Zeit im Bild 2 mit Armin Wolf. Wir kommen nach Österreich. Es gibt hierzulande keineswegs einen Pflegenotstand. Damit hat sich heute Bundeskanzler Schüssel in die Debatte um Zehntausende illegal tätige Pfleger aus Osteuropa eingeschaltet. Die Ärztekammer sieht das ganz anders. Falls die ausländischen Pfleger nicht legalisiert würden, drohe ein sozialer Notstand im Land, sagt die Ärztevertretung. Auch die Caritas fordert einen nationalen Aktionsplan. Fakt ist jedenfalls, dass immer mehr Menschen pflegebedürftig sind und ausreichend qualifizierte und vor allem bezahlbare Pflegekräfte in Österreich fehlen. Gabi Konrad hat einen Betroffenen besucht. Ein typisches Homeoffice und ein untypischer Geschäftsmann. Seine Arbeit, die hat Klaus Gazianka im Griff. Im Alltag braucht er ständige Betreuung. Vor 2 Jahren hat er danach gesucht. Ich habe angerufen bei der Erzdiözese Graz zum Beispiel oder bei anderen Pflegeorganisationen. Und da habe ich mir ausgerechnet, ich meine, das war damals, ich habe das noch, also unvorstellbar, es wäre nicht leistbar gewesen. Maximal stundenweise Pflege hätte Gazianka bezahlen können und für mehr gab es auch gar kein Personal. Das ist einfach nicht möglich, weil wenn ich jemanden in der Nacht brauche, wenn ich auf die Toilette muss oder so, das kann ich nicht planen. Ich kann nicht sagen, ich muss heute um 16 Uhr auf die Toilette oder morgen um 21 Uhr. Die Lösung heißt Jeanette und kommt aus der Slowakei. Zu Hause hat sie 150 Euro im Monat verdient. Jetzt pflegt sie Herrn Gazianka rund um die Uhr. 50 Euro gibt's dafür am Tag. Jeanette ist zufrieden. Sie hat es davor auch schon anders erlebt. Manchmal habe ich so Gefühl gehabt, die Leute benutzen oder ausnutzen uns. Ja? Ich arbeite gerne. Ich möchte auch was dabei verdienen, Deutsch sprechen, aber mich fühlen wie ein Mensch, nicht wie ein Hund. Klaus Gazianka hat ähnliche Missstände beobachtet und selbst einen Pflegeverein gegründet. Sein Credo, Pflegefall und Pflegerin sollen sich beide wohlfühlen. Der Verein ist legal, das, was er vermittelt, eigentlich nicht. Dennoch gibt es fast stündlich neue Klienten. Wegen der aktuellen Pflegedebatte rufen heute aber auch sehr viele besorgte Kunden an. Das muss man sich einmal vorstellen, wenn ein Mensch schwerstkrank zu Hause liegt, bettlägerig ist und dann im Gefühl leben muss, heute oder morgen wird die Pflegerin weggeschickt. Klaus Gazianka hofft auf die Legalisierung der Pflegerinnen. Eine Hand wäscht die andere. Österreich brauche die Hilfe aus dem Osten und die Pflegerinnen brauchen das Geld. Ja, ich spare Geld und irgendwann möchte ich auch eigene Familie gründen und guten Job haben und einfach glücklich sein. Was passiert, wenn das Lohnniveau in der Slowakei ansteigt, das kann sich Herr Gazianka gar nicht vorstellen. Jeanette hingegen schon. Dann ganz einfach bleibe ich zu Hause. Muss ich nicht extra fahren, hin und her, nach Österreich und zurück. Dann sind die Möglichkeiten, ja, es ist besser zu Hause bleiben, ja, verdienen und so leben.